Hallo Leute und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich reagiere heute von einem meiner Mitschüler auf eins seiner Videos. Ich würde sagen, wir nehmen das. Also viel Spaß mit diesem Video, worauf ich jetzt schon keinen Bock mehr habe. Ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Video. Moin, meine kleinen lieben Fische, willkommen zu einem. Wie? Stellt euch jetzt einfach mal vor. Stellt euch vor, ihr seid er. Denkt so nach, was könnte ich als Videobegrüßung nehmen? Auf einmal kommt die bombastischste Idee der Welt. Nicht so, moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Nein. Hallo meine kleinen Fische. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Verzweiflung pur. Okay, gehen wir mal weiter rein ins Video. Weitere Runde von Mad Guns. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir einen Raketenwerfer geholt. Und Glückwunsch. ja, ich fahre mal wieder mit meinem Motorrad hier durch Gangster Vegas. Aha. Jetzt sind das Gangsterwege. Also ja. Aber ich hoffe, er weiß doch, wie mein Ich bin am Gangster Überlegen. schreibt. Walla, what the fish? Ich werde jetzt den Lieblingsblick der Menschen einblenden. Gut, weiter geht's. Ich bin noch am Überlegen. Walla, what the fish? Ich finde diese Clips immer mit diesem Motorrad so witzig und geil. Witzig geil. Aha. Sehr Ach ja, realistisch. mein Kontostand beträgt zurzeit Interessiert keinen. 340,2000, warum auch immer nicht mehr. Eigentlich habe ich noch ein paar mehr Autos verkauft. Ich gehe mal gucken. Also ich würde meinen, das ist eine Fake-Version von nicht viel GTA. verkaufen. Wenn ich denn wieder was mit Videos oder so was verkaufen kann, um mehr Geld zu holen, stoppe ich mal kurz das Video und falls ich mich dann an irgendeinem anderen Punkt sehe, weil ich zu dumm war, wieder das auf, weitergeben zu drücken, wisst ihr, dass ich das gemacht habe. So. Hab ich denn hier noch was? Ja, stimmt. Ein Leichenmacher. Zombie-Effekt, der ist einfach zu krass. Leider funktioniert er nicht bei mir selbst. Genauso wenig wie der Kyro-Splitter mich einfrieren kann. Wäre doch irgendwie auch ein bisschen dumm, wenn er bei dir funktioniert. Okay, das funktioniert. Das ist wieder unrealistisch. Ups. Upsi. Ich muss sagen, dieses Spiel ist doch sehr realistisch nah. Auf Deutsch gesagt einfach realitätsnah. Ich frage mich, warum dieses Motorrad das einzige ist, was immer so oft springen muss. Ja. Vielleicht solltest du mal die Beschreibung von dem Motorrad mal lesen. So, Zombie-Macher, den zeige ich euch jetzt mal. Da brauche ich nur ein paar Menschen. Achso, und der Loot wird dann auch übelst widerlich. Da kommt nämlich fast gar nichts oder gar nichts raus. Stimmt, die Granate funktioniert doch bei Autos. Hier. Und. Ups. Kann super ziehen, Bro. Aua. Jetzt hat sich ein Auto angefahren. Dummer. Vielleicht kann ich ja da jetzt noch. Gut. Und. Ja, Zombie. Also, jetzt mal so gesagt, die Explosion. Ich sag, ihr habt's doch auch gesehen, die Explosion war da gefühlt viel weiter weg als die Frau. Hä?
realitätsnah. Ich mache es heftig. Wenn die mich angreifen will, ist. Die geben einfach viel zu viel Damage. Deswegen muss man entweder die Zombies umkriegen oder sich. Ah ja, stimmt, jetzt ist er tot. Boah, ich bin noch nicht ganz sicher. So, ja, ich muss sagen, ja auch den Raketenwerfer hält, ne? Achso, dieser. Fuck, das. So soll das eigentlich nicht ablaufen. Ah, kackende Limo. Egal. Was ist eine kackende Limo? Bruder, was war das für Rettung? Bruder, ich hab mich einfach gerettet. Krass, können wir bitte aufhören? Yeah. Yes, bitch. Jetzt ja, hier schnitt so ein paar aus. Leider ist es nicht wie in GTA, dass da mit One-Shot alle weg sind. Wie hält der den Raketenwerfer? Der Motorradfahrer lebt nicht mehr. Ich bin so doof, der. Moment. Also Leute, ihr habt gesehen, ich bin verreckt. Glückwunsch. Sind wir jetzt wieder da. Und weil ich wahrscheinlich euch zu viel quatsche, fahre ich einfach ein bisschen. Und ja, mach mal mein Mikro aus. Ich hoffe, ihm ist doch bewusst, wenn er sein Mikro ausschaltet, dass der Ton dann auch weg ist. Sprich, er fährt jetzt die letzten 5, 10 Minuten ohne Ton darum. Um natürlich euch nicht zu langweilen, ich bring mir mal ein bisschen fort. Geh mir mal zu 14 Minuten. Qualitätscontent. Großer Qualitätscontent, muss ich sagen. Er schießt jetzt auf sein Motorrad, oder? Ja. Alles klar. Ich muss sagen, das Spiel ist wirklich sehr realitätsnah, weil eigentlich ist es doch so, wenn man mit. Spätestens mit einer Rakete auf dem Motorrad zielt, dass es dann eigentlich schon in die Luft fliegt. Oder täusche ich mich da etwa? Ich glaube nicht, ne? Jetzt schießt er noch in der Luft rum und es langweilt mich. Mir ging es mal davor. Okay. Jetzt hat er sich selbst erwischt. So, nachdem ich keine Lust mehr hatte, mehr. Ihr seht den Fehler, ne? Gangster. Also Gangster. Wie er schreibt und Gangster, wie es das Spiel schreibt. Alter, bitte berichtige das. Es ist dir Zucker vorgegeben, wie es geschrieben wird. Und du schreibst es trotzdem falsch. Willst du mich verarschen, Junge? Oh mein Gott. Vor allem, wir sind in der 8. Klasse. Und da hat er schon so eine Vorlage und er weiß nicht, wie man schreibt. Ey, nee, Digga. Die ganze Zeit so 3000 Dollar gefühlt auszugeben, nur um wieder, oder so 100.000 Dollar wiederbelebt zu werden, weil ich darauf keine Lust mehr habe, habe ich das Spiel jetzt einfach nochmal neu gestartet. So, und ich habe ja noch was anderes heute zu erledigen, deswegen höre ich jetzt auf mit dem Spiel. Gute Entscheidung. Und sag tschö. Nee, ich will nicht nochmal von vorne anfangen. Und dann muss ich euch noch was Zweites zeigen. Bis gleich. Okay.
Also, schauen wir uns mal. Was hat er denn? Nein, hat er nicht. Gute Idee. Kanalinfo. Mann, hat's geändert. Davor stand da eigentlich was anderes. Was Schlimmeres. Und Nerven anderer Spieler. Einfach nur Fun beim Game und Nerven anderer Spieler. Einfach nur Fun beim Gamen und Nerven anderer Spieler. Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Lasst ein Like. Da. Falls ihr mehr von so einem Scheiß sehen wollt, abonniert den Kanal. Wenn ihr es natürlich noch nicht getan habt, das wären noch 9 Abonnenten bis zu den 60. Würde mir sehr weiterhelfen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.